Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sin Episodes Emergence. Die letzte Folge lief ja nicht so gut. Da hat mich das Spiel leicht genervt. Mist. Und es geht schon wieder gut los. Okay. Mach mal die Dinge hier platt. So. Wenn ich jetzt hier eine Granate hinschmeiß. Okay, bringt nicht viel, weil die wegrennen. Na komm her. Haha. Den hat's ja schon mal zerlegt, das ist ja nicht schlecht. Und er hat mich nicht getroffen. So, hallo? Ah ja. Okay. Der ist kaputt. Verdammt, nicht ausgeglichen. Hä, wieso sind da jetzt vier? Das fängt ja schon mal wieder gut an hier, echt. Ach komm. Wenn er jetzt schon Garage quittet hat, dann können wir ihm jetzt auch noch gleich 50 Roboter draufhauen, hey. So. Hilfe. Lag und so. Schade. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding hin ist. So, mal die Dinger hier mal weg. Oder auch nicht. Ja, ich habe auch Kontakt. Komm schon. Jawoll. Okay, irgendwo ist noch so ein großer Kerle. Ah ja. Na los, stirb. Das ist irgendwie komisch, wo kommen die plötzlich her? Als ob das Spiel einfach mal noch so ein paar Gegner erstellt, während man es zockt. So, oh, wir haben keine Gegner mehr. Lass mal nochmal 5 Stück einfach da reinwerfen. Okay, da sind die Sicherungen, dass die nicht kaputt gegangen sind. Ist nur die Frage. Die da sehen ja eigentlich auch noch gut aus. Das ist doch hier Verarsche. Kommen die immer wieder, weil ich hier die ganze Zeit im Kreis laufe oder was? From what I'm seeing, it's not locked down. It's just malfunctioning. The bridge relay is probably damaged. You're gonna have to find another one. Hier ist ja zu. There's gotta be a spare relay somewhere around here, boss. If you can find it, you can get that door working. Jo, kann ich. Das Problem ist nur, ich glaube, da ich jetzt das Relais rausgenommen habe, kommen da jetzt nochmal Gegner.
nicht. Okay. Manchmal ist schon komisch, da tun die Typen irgendwie komische Dinge. Fuck you, hey. Gut, dass man nicht genau in dem scheiß Strahl stehen muss. No luck there, boss. That relay's dead. Hä? Wait, that one looks good. That ought to do it, boss. Mhm. Okay. Wait, dann nehmen that wir one halt. Looks good. That ought to do it, boss. Ja, ja. Ich nehme das, was leuchtet. So, jetzt sammle ich hier noch alles ein, was ich irgendwie noch gebrauchen kann. Scheiß Karton. Kann ich den kaputt hauen? Hey, das funktioniert. Was? Ah. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein komisches Ding da auf dem Boden? Achso, das sind Schrotgewehre. So. Ab durch die Scheißtür. Ja, hier kommt jetzt gleich die nächste dumme Szene. Warte. Da ist so blöde Mucke. Da speichere ich lieber mal, bevor ich gucke. Egal in welche ich gehe. Anscheinend nicht. Okay, den Dicke habe ich. Okay, da ist noch ein Dicker. Du jetzt her? Ah, was? Hehe. Die sind hier die ganze Zeit hier oben rumgespawnt und haben mich genervt hier oben. Mischen du? So, fertig hier. Alle platt. Lade Daten. Komm. Verdammt. Immer diese verschlossenen Türen. Geh verschlossenen. Hä? Geht's da lang? Ah ja. Lebensenergie. Rotgewehr brauche ich nicht, das Special-Ding. Warte. Wieso? Ich will das Ding haben, nicht die Tür zumachen. Sag mal. Kann das so schwer sein, da was hinzustellen? Okidoki. Das legen wir mal gleich da hinten in die Ecke. So. Seit wann gehen diese Türen eigentlich nicht mehr nach einer Weile zu?
Egal. Da sind ja alle tot. Stylisches U-Boot. Boah, ich hab schon gedacht, was bringt mir der Dinger da, wenn ich da nicht mehr drauf zugreifen kann. Verdammt. Ganzen Betäubungsviecher hier. Was? Woher kam das jetzt? Okay. Hätte ich das hier ausschalten können? Da komme ich nicht rein. Da komme ich auch nicht rein. Und da auch nicht. Da will wohl jemand, dass ich da lang gehe. Was hier? Mist. Okay. Aber zuerst. Stopfen wir hier mal ein neuer Energy Drink rein. Auch wenn ich ihn nie wieder komplett benutzen kann. Da. Wahrscheinlich geht es jetzt einfach auf die nächste Ebene hoch. Was war das? Das ist doch bestimmt so ein blöder Turm oder irgendwas hinten dran. Okay, ich höre. Typen. So, Turm kaputt. Alter. So, das ist platt. Also, du kannst so oft hochfahren, wie du willst. Besser. Okay. Die Granate. Ach gut. Ich würde sagen, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht. Alter, hat die Knarre eine Durchschlagskraft? Hey, das scheiß Sofa da fliegt ja voll durch die Gegend. Hätte schon mal die Tür zugelassen. Typen rum, die sterben wollen. Ich bleib mal stehen, die kommen eh sowieso irgendwo her wieder. Kannst du mal versuchen. Da drüben können keine kommen, oder? Das wäre ultra fies. Versucht die Tür aufzumachen. Alter.
Selbst wenn das Sofa von Ikea ist, braucht man es nicht gleich abfackeln. Idiot. Was denn das jetzt? Wo kam das her? Läuft da so blöd rum zu qualmen. Hä? Hab ich übersehen, wie der eine Granate geschmissen hat? Was ich aber nicht übersehen habe, ist, da liegt was. Das ist irgendwie eine Special-Waffe oder sowas. Komm ich da irgendwie dran? Verdammt. 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 Warte. Kacke. Jetzt brennt's da ohne überall. Hä, hat da nicht irgendwo noch einer? Ah ja. Hä, sind das einfach nur kaputte Teile von... von diesen Roboter-Dingern? Mano, ich hab gedacht, das wäre eine Special-Waffe, aber ich glaube, da unten liegt das Zeug nämlich auch. Tatsache. Kacke. Ist ja doof. Alter. Wann hat er die Granate geschmissen? Alter, lass mich in Ruhe. Tür auf, lass mich hier weg. Boah, ey, 6 Lebenspunkte noch. Erstmal gegen die Wand rennen. Ah ja, gut, ich hab's. Okay, ich kann's doch noch benutzen. Hoffentlich rennen die mir jetzt nicht hinterher und schießen auf mich, bevor ich hier alles verbraucht habe. Sehr gut. Ist das auch gut? Nö, die warten da oben. Er ist nicht mehr in unserem Bereich, dann bleiben wir mal hier. Oder was? Mal gucken. Stehen sie so direkt hinter der Tür? Ultra mies. Mist. Mit der Knarre klappt das irgendwie besser. Ein paar Mal auf den Kopf schießen und fertig. Hängt an so einem schönes Geländer fest hier, was soll das? Auch nicht. Alter, hey. So. Hoffentlich habt ihr hier auch ein bisschen Health Kits mit dabei. Gerade auch wenn so ein Arschloch da wieder noch nachspawnt. Wieso ist das Gelaber so leise? Hallo?
Aber die ganze Zeit jetzt so ein Gelaber, wieso ist hier so eine Stille auf einmal? Okay, ich glaube, da kämpfen welche gegeneinander. Ist deswegen die Stimme so leise? Jawohl, ja, ein Geheimnis. Lass mal hier alles nachladen. So. Hä? Wie ist denn das? Stand das da vorhin schon? Okay. Das ist echt so komisch still hier. Hey! Lustig, dass die nichts sagt. Aber ich glaube, das will ich erst rausfinden in der nächsten Folge, was die sagt. Ich bin nur froh, dass ich jetzt endlich... Oh, ich habe da fast keine Munition mehr. Dass ich jetzt endlich durch diese blöde Stelle da durch bin. Und ich hoffe, dass da nicht nochmal so eine kommt. Und dass Jessica hoffentlich ein bisschen Lebensenergie dabei hat. Weil nur die Hälfte ist scheiße, ne? Und wenn dann so eine heftige Aktion wieder ist, wie da in diesem Kellerraum da, dann gibt's in der nächsten Folge wieder Rage Quit, hey. Aber diese Folge nicht, diese Folge bin ich glücklich, dass ich es geschafft habe. Allerhop. Bis dann.